Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier. Let's Play Batman Arkham Asylum mit mir, dem Pyrus. Wir machen weiter. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir wieder rauskommen. Denn Poison Ivy hat hier mal alles für sich eingenommen. Achso, okay. Einfach so, wie wir reingekommen sind, okay. Und deswegen müssen wir schnellstmöglichst Killer Croc zu Killer Croc und uns das Zeug holen. Sonst sie... nein. Okay, wo ist er hin? Ah, okay. Ja gut, so geht's auch. Habt ihr schon? Ja. Na ja, gut. Ah. Und rüber. Wir gehen dahin zurück, wo alles angefangen hat. Und wo... Wo ist denn das eigentlich? Oh. Theoretisch nicht weit. Theoretisch. Ah, okay. Aber mal gucken, was während wir da hingehen noch alles passieren wird. Oh Gott, da oben ist noch einer. Diese Mistpflanzen. Ah, Mist. Ah. Ja, diesmal nicht. Was? Das macht er da. Überraschung. Cool. Überraschung. Nein, mach doch. Ah. Und tschüss, gib das mal her. Ja, da kannst du eh nicht umgehen. Au. Ah, Mist. Ich zerleg dich in deine Einzelteile. Ja, du verlegst mich ja gar nicht. Leg dich jetzt mal schön hin. Und rüber. Zack. So, sehr schön. Einer unbewaffnet, wo? Okay. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der darauf gekommen ist, schaffe ich das auch. Ja. Dann komm her. Schnauze, komm her. Ruhe jetzt. Sehr gut.
Ah, okay. Und hier? So, du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen Zeit gemacht? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Aha. Joker fand sich wohl hier besonders lustig, ja? Na, wie komme ich da jetzt ran? Nee. Ah, das geht nicht, ne? Ne. Scheiß Pflanze. Kommt man dann noch irgendwie rein? Ja, es wird schon hier sein, tätig ich mal. Ja, nur er wird natürlich Zugang gehabt haben von Joker. Scheiße. Ja, toll. Oh, ich wollte schon immer mal so eine Treppe runterlaufen. Ich wollte mir. Aua. Na gut, was hier dann ist. Ich wollte schon auch mal die Treppe runterrollen. Oder halb runterspringen. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzel, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Dass sie mit Joker so probieren, den zu heilen. Schon witzig. Ja, okay. Ah, natürlich. Jetzt, ich weiß wie. Ja, klar. Wenn man einmal nachdenkt, dann kommt man zu einem Ergebnis. Warte mal, wenn ich dahin ziehe, ist egal. Weil die Idee, die ich eben hatte, die war nicht. Ey, ziehst du dahin ernsthaft? Ich hasse dich. Oh ja. Oh ja, bist du fertig? Ist er ausgenockt? Ja. Oh, noch mal. Oh. Oh, auf den. Ja. Ja. Ah, ich bin jetzt hier von dir. Aber ich habe unten noch was gesehen. Deswegen kurz mal wieder runter. Denn, warte mal, wo habe ich das denn gesehen? Achso. Er war wohl schon, haben wir schon dran? Oder ist ja was Witziges? Ich mach's mal.
Mit Sicherheit. Jetzt. Genau. Machen wir es einfach nochmal. Habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass wir den Seilwerfer haben. Den Line Launcher. So. Aber jetzt haben wir es. Wow. Auf ganz Arkham Island. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Und das tun wir. Kanalfledermaus extrem. Mhm. Okay, oh nein. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl. Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut. Testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Wieso verstärken wir den Sicherheitsdienst wieder? Joker will dieses Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt, es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringen Jokers Bomben ihn um. Dir sicher? Ja. So? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht, das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Joker ist fast fertig und dann können wir runter von dieser Freak-Insel. Glaube ich. Ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren. Geht einfach immer weiter. Du hast Joker gehört. Hä? Oh nein. Nein! Aua. Ah, fuck. Nein! Das war gut. Ab hier. Hier finde ich schön. Kommen wir ja nicht von unten. Ich hab ihn verloren. Also, ist nicht schlimm. Passt schon. Was? Fick dich! Oh nein. Okay. Einmal ein Fehler noch. Oh Gott, er ist einfach verschwunden! Warte, ich komm mit dir. Oh, scheiße, meine Energie. Okay, ein Fehler noch und das war's halt, ne? Hey, warte, ich hab euch alles gegeben. Pflanzen, Bomben, Freiheit. Und so revanchiert ihr euch?
Ganz egal, was er mit euch anstellt, ihr habt es verdient. Das Gebäude gehört uns, hat Joker gesagt. Gott. Wir haben Bomben auf den Wasserspeiern deponiert und sind bis an die Zähne bewaffnet. Wieso habe ich ein so schlechtes Gefühl dabei? Weiß ich nicht. Nein, nicht einfach umdrehen. Oh. Ich wusste, dass ich vergessen habe, euch was zu sagen. Boom. Schon wieder hat einen erwischt. Oh Gott. Ja, also wir können das noch schaffen. Weil jetzt zum Glück Stealth. Aber wenn die mich halt nicht sehen, dann passt, ne? Joker hatte recht. Ich habe jemanden gefunden. Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist ohnmächtig. Was machen wir jetzt? Halt's Maul und such weiter. Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus. Erfind dich mal. Viel Spaß dabei. Aber er findet mich wohl doch nicht. Da. Okay, jetzt ist letzte. Er ist letzte, Leute. Ob ich das noch schaffe? Hoffentlich. Wir wissen es nicht. Ist jetzt wird nicht. Die Intensivbehandlung gehört uns. Habt ihr die Stundenzettel kontrolliert? Ich bin sicher, heute Morgen wart ihr mehr. Und tschüss. Oh Gott. Zwei gravierende Fehler. Und am Ende doch noch geschafft. Oh Gott, meine Energie ist das ein Scheiße. Kacke. Das hätte man so viel besser machen können. Das war so unnötige Treffer dabei. Mist, Leute. Aber egal. Wir kriegen es hin. So. Oh, Alter. Ja, manchmal ist das so, ne? Ach, da oben war noch ein Tonband, ne? Stimmt. Irgendwo. Jetzt über Joker geredet oder ist da eigentlich, ne? Wo war das Turmband? Da. Harley! Nenn mich Harley, jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Oh ja. Und dafür gibt's auch noch mal Energie. Sehr gut, na, jetzt sieht's ja schon ein bisschen besser aus. Gut. Ja. Ich hab's. Hallo? Gott sei Dank. Alter, gerade hab ich's, ne? Mit knappen Situationen, ey. Gerade hab ich's. Was ist denn jetzt gerade los? Mit mir. Alter Schwede. Gerade habe ich das irgendwie mit knappen Situationen.
Hake dich bei den Verwandten ein, bevor du von hier weggebracht wirst. Gut. Okay. Interessant. Was ist denn hier oben? Aaron Cash ist das. Da muss ich mal reingucken. Vielleicht finde ich noch was Interessantes. Nix. Ah. Eine Rätsel. 40% von Riddlers Rätseln gelöst, siehst du? Hat jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Hm? Was? Was? Ich hasse diesen Effekt. Madhouse. Hey Süßer, du verpasst noch die Party. Patient, das ist Scarface, Sicherheitschef der Joker-Anstalt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www.ichglaubeichwerdeverrücktundziehmichwieeinefledermaus.com /idiot. Seite. Bitte, du kannst uns gehen lassen. Wir werden nicht versuchen zu fliehen. Halt's Maul, du dummer alter Mann. Haltet die Klappe! Batman, Batman, kannst du mich hören? Sie bringen uns nach draußen und werden schneidet uns alle umbringen. Schneidet mich los! Du musst uns helfen! Hilf uns, bitte! Er sieht gar nicht so groß und furchteinflößend aus, oder, Mr. J? Quincy Sharp. Ich sehe mir nur deine Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen. Mit einem Knall. Neige die Maus, um den Schüssen des Jokers auszuweichen. Mist. Oh mein Gott. Wie hart wird dieses Zeug? Oh mein Gott. Bist du eine Ratte? Alter. Und zack. Was versuchst du anzustellen? Eigentlich gar nichts, Scarecrow. Was machst du mit mir, ist die viel wichtigere Frage. Nicht? Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte,
dachte ich wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgeknallt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Ja. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir vor nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Wayne Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde, und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Die geheilten Patienten wurden nie wieder gesehen. Was bist du, Batman? Ein Feigling? Nö. Ich mag nur kein Licht, weißt du? Appa! Wag es mir, unter die Augen zu kommen. Oh Gott. Nein, ich häng fest. Alter. Ich weiß, nein, dass du da bist. Ich hab's mir gedacht. Scheiße. Oh Mist. Weißt du, das habe ich nicht hinbekriegt, ne? Und am Ende kommt das Torwald. Das vergessen. Am Ende der Furcht. Bleib ruhig, das was? Tut nicht weh. Wow. Du hast ups versagt. Jetzt ja, ja. Ich weiß, ich habe versagt. Tut mir leid. Okay? Komm nicht wieder vor. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgeknallt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hat. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir vor nichts Halt, um... Oh, ich habe einen Checkpoint bekommen. Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Ja, Scarecrow. Wissen wir alle. Ah, Mist, Checkpoint, der funktioniert. Passt schon. Muss jetzt nicht sein, tatsächlich. Ah, okay, komm. Ich nein! Dich, nein! Das war kurz vom Ziel, Alter. Ah, fuck you. Und am Ende der Furcht. Das vergessen. Fick dich. Och nee, oder? Ja, diese Szenen können eklig sein. Sie sind zwar extrem cool gemacht, grafisch gesehen, aber sie sind eigentlich auch ein Arschloch. So, ich hab irgendwie jetzt wird nichts. Mag es mir unter die Augen zu kommen. Na, nein. Du hast versagt. Jetzt leide. Ich hab das nie so lange dafür gebraucht. Oh.
Alter. Oh, so lange war ich dafür gekommen. Bin durch das ganze Spiel gut durchgekommen. Ja, klar, es muss diese eine Szene geben, ne? Die nicht funktionieren will. Spielt ihr dein Verstand Streiche oder bin ich das? Was bist du, Batman? Ein Feigling? Komm, komm. Ja. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Was? Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Es geht noch weiter. Oh Gott. Gefällt dir diese Extra-Dosis, nein. Kleine Fledermaus? Nein, gefällt mir nicht. Kriegt gefällt scheiße tatsächlich. Hast du diese Drogen? Ach, come on. Alter, ich hätte dich doch was gehabt. Geh mir nicht auf den Sack. Ich noch was anderes zu tun, als dich mit dir rumzuärgern. Oh, Mensch. Jetzt reicht's mir ja. Komm her. Okay, hä? Ja. Und jetzt umkippen oder was? Nö. Du wehrst dich? Gut. Das schwächt nur deine Entschlossenheit. Aber ich dachte, wenn man sich wehrt, stärkt das die Entschlossenheit. Oh Gott, ist es ein Titan? Natürlich ein Skelett-Super-Titan. Ja, nee, Digi. Oh. Oh, blöd, ne? Oh, nee, ernsthaft jetzt, Digga. Was komm schon. Du, wie viel kannst du noch ertragen? Mach ich dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Oh, nee, aua. Nein. Nein. Ich bin ja tot. Nein. Nein. Ja. Oh, bitte. Oh, komm schon. Wow. Tschüss, Scarecrow. Genauso wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Ah ja. Was soll ich jetzt nehmen? Erleichtert die Schwerung. Okay, was ist das hier? Verbessert, wenn ein Pombo den Battle Rank, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Mm, ja, ich glaube, das ist besser. Combo Battle Rank, nice. Gut, Leute, dann würde ich sagen, auf jeden Fall machen wir jetzt einen Cut. Haben lang genug heute gemacht, oder 35 Minuten, nee, sogar bald, sogar 35 Minuten, reicht auf jeden Fall, war auch gar nicht so geplant, aber passt ja auch, wir haben am Anfang ja ein bisschen länger gebraucht, haben jetzt auch Scarecrow besiegt und jetzt, ja, gucken wir, was nächste Folge passiert, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und beim nächsten Mal
es wieder weitergeht. Natürlich wird es noch nicht so weitergehen, sondern dass man nächstes Mal wieder einschaltet. Das meinte ich. Wir sehen uns. Bis dann, euer Peter. Ciao. Haut rein. Tschüssi.